Servus YouTube und herzlich willkommen hier wieder zurück auf meinem Kanal zum nächsten Showdown hier in FIFA 21, Freunde. Ihr wollt mehr sehen, ihr bekommt natürlich auch mehr und das alles heute sogar mit einem komplett neuen Gast, den es bisher noch nie auf meinem Kanal zu sehen gab. Es ist ein weiterer Karrieremodus-YouTuber und ich darf also für den heutigen Showdown den lieben Erdinho begrüßen. Was geht, Jungs? Ich bin Erdinho, ich mache viele verrückte Sachen im Karrieremodus. Normalerweise gucke ich den Showdown immer, aber heute bin ich einfach mal selbst mit dabei und ich freue mich einfach extrem drauf. Genau so sieht's aus und dann wollen wir auch gar nicht so lange rumfackeln. Wir kommen zur Vereinsauswahl. Es wird ein Verein aus England, aus der Premier League. Es ist Manchester United, ein Verein, der vor allen Dingen mit einer Sache natürlich ganz, ganz große Wellen geschlagen hat. Der pure Porno des Fußballs quasi kehrt zurück oder kehrt wieder ein, nämlich CR7. Cristiano Ronaldo wechselt von Juve zurück zu Manchester United, zurück quasi an seine alte Wirkungsstätte, da wo es so richtig für ihn losging mit seiner Karriere. Und deswegen nehmen wir Manchester United und packen Ronaldo eben schon von Anfang an in den Kader. Wir tun jetzt auch mal nicht so, als hätten wir das Ganze gestern schon aufgenommen, genauso auch mit Ronaldo, nur war der Verein Manchester City und irgendwie hat der City und mich auch komplett gehopst. Wir sind angekommen, Freunde, in der Karriere. Ihr seht schon, Ronaldo also in der Sturmspitze wieder zurück im Manchester United-Trikot. Bevor wir loslegen, Freunde, vergesst nicht, den Daumen nach oben da zu lassen. Vor allen Dingen, wenn ihr mehr Showdown sehen möchtet. Abo-Glocke, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Das Regelwerk, da können wir auch nochmal kurz drauf gucken. Da gibt es auch eine kleine Änderung, Freunde. Beim letzten Showdown hatte ich euch ja gefragt mit dem lieben Lechis, ob ihr das alte oder neue Regelwerk besser findet. Die meisten waren für das neue. Nur eine Sache wird jetzt fürs erste Mal geändert. Und zwar gibt ja quasi der Spieler mit den meisten Toren jetzt nicht 3 Punkte, sondern 2. Übrigens, natürlich haben wir auch eine Folge auf dem Kanal von Erdinho aufgenommen. Den Link findet ihr dazu ganz oben in der Beschreibung natürlich. Genau, da haben wir das gleiche gemacht mit Mbappé bei Real Madrid. Da bin ich auch mal sehr, sehr gespannt und ich hoffe, der Transfer geht nicht so flop wie bei City. Ja, das wäre auf jeden Fall nicht verkehrt, wenn Mbappé dann auch wirklich bei Real Madrid landet und nicht irgendwo ganz anders, vielleicht dann plötzlich City oder so. Nee, das hoffen wir natürlich nicht, Freunde. 184 Millionen Euro Budget. Wir haben einen ziemlich krassen Kader, der aber auch in meinen Augen hier und da noch wirklich Verbesserungspotenzial hat. Das heißt, es geht oder gilt viel zu machen. Und damit, Freunde, starten wir jetzt rein. Die allererste Transferphase, 20 Minuten. Erdinho, dein erster Showdown. Bist du gehypt? Aufgeregt? Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gehypt, bin aufgeregt und ich bin gespannt, ob Spieler weggesniped werden. Genau, wir haben ja wieder das neue Snipe-System, Freunde. 5 stehen zur Auswahl. Einer davon ist einer von den Transfers, die wir getätigt haben. Und damit legen wir jetzt aber erstmal los. Thema Transfers mit der Transferphase. 20 Minuten Zeit. Let's go. So, Leute, die 20 Minuten beginnen in 3, 2, 1 und los geht's. Und dann schauen wir mal, Freunde. Ein neuer Gegner, der vor allen Dingen auch Plan vom Karrieremodus hat. Ich bin sehr gespannt. Wir kümmern uns als erstes so um den eigenen Kader. Der Kader hier bei den Red Devils ist wirklich riesig und dementsprechend landen eben auch wirklich einige Kandidaten auf der Transferliste. Und ihr kennt das Spielchen natürlich, Freunde. Ich versuche von dieser Liste so viele Spieler für so viel Geld wie möglich zu verkaufen im Laufe der Transferphase und ihr seht das Ganze dann irgendwann zusammengefasst. Übrigens haben wir natürlich nicht nur den Transfer von Ronaldo klar gemacht, sondern auch den von Sancho, der ja auch jetzt in echt bei Man United ist, und Varane haben wir natürlich ebenfalls am Start. So, die 20 Minuten laufen auf jeden Fall. Jetzt müssen wir uns beeilen und ein paar Transfers müssen wir auf jeden Fall machen. Ein paar Positionen, so wie zum Beispiel die Innenverteidigerposition, die ZDM-Position, vielleicht noch die Außenverteidiger, da müssen wir ein bisschen was machen. Aber ja, ich gehe direkt rein jetzt hier in die Transfers und natürlich die Torwartposition ist ganz wichtig. Ich glaube, die müssen wir auf jeden Fall austauschen, damit wir hier eine Chance haben. Ich glaube, Oblak ist hier einfach zu offensichtlich. Ich werde es mal bei Ter Stegen versuchen. Und wir können sogar hier einen Tauschdeal einfädeln. Damit gehen wir aber natürlich volles Risiko hier. Wenn der weggesniped wird, dann ist auch De Gea weg. Dann haben wir einen richtig schlechten Keeper, einen 80er einfach im Tor. Ich habe hier jetzt auch mal ein paar Spieler auf die Transferliste gesetzt. Vielleicht können wir noch ein bisschen Geld erzielen, denn wir wollen natürlich nicht alles direkt hier für den Keeper rauspulvern. Ja, Leute, der erste Spieltag steht jetzt so langsam, aber sicher bevor. Ihr seht ja schon Premier League-Hintergrund und wir haben ja einen ganzen Monat aus ziemlich guten Verkäufen jetzt hinter uns gebracht. Lingard an Leicester City, Matic geht zu Florenz, Bailly zu Wolfsburg, Fred zu Real Madrid und Mata zu Aston Villa, aber das sind natürlich noch nicht alle. Trotzdem würde ich jetzt aber auch mal gucken, so langsam aber sicher mal etwas in Neuzugänge zu investieren. Und da geht jetzt also auch der erste Deal über den Tisch. Casemiro kommt ebenfalls wie Varane von Real Madrid für 105 Millionen Euro. Ein weiterer Brasilianer kommt für die Innenverteidigung. Marquinhos von Paris Saint-Germain. 115 Millionen Euro zahlen wir da. Ein weiterer Transfer, super flexibler Spieler, einer meiner Lieblinge beim BVB, auch wenn ich kein BVB-Fan bin, im absoluten Gegenteil. Es kommt Rafael Guerreiro für Daniel James und 40 Millionen im Tausch. Und das hier ist ein Deal, den ich normalerweise auf jeden Fall machen würde, Fatih, aber
es geht halt heute natürlich nicht ums Potenzial, deswegen werden wir den nicht brauchen. Und Cavani werden wir hier als starken Backup lassen, falls sich Ronaldo irgendwie hier verletzen sollte. So, Ter Stegen hat das Angebot angenommen. Damit machen wir ihn auf jeden Fall hier zum Keeper von Manchester United. Die beste Position bzw. wichtigste Position auf jeden Fall hier ersetzt. Und wir haben hier direkt den nächsten Deutschen auf der Liste. Mats Hummels wird vielleicht unser Innenverteidiger. Okay, Kanté nehme ich auf jeden Fall für 100 Millionen. Das geht auf jeden Fall fit. Kurz die Stimme verloren. Und Hummels für 86 Millionen ist eigentlich fast schon ein bisschen zu viel. Ich werde da nochmal kurz in die Verhandlung reingehen, beziehungsweise ich muss das erstmal ablehnen und dann eine Woche später reingehen. Aber ich will uns eigentlich hier noch einen Linksverteidiger ins Team holen, einen besseren, den Alba. Deswegen werde ich mich jetzt doch für Ramos entscheiden. Der ist natürlich extrem riskant. Der könnte auch hier später freigegeben werden, aber wir müssen das riskieren, damit wir hier noch einen Linksverteidiger kaufen können. Denn aktuell will irgendwie keiner unsere Spieler. So, Ramos hat das Angebot angenommen und ich hoffe, das geht jetzt noch durch finanziell. Es geht durch. Okay, das sind jetzt hier unsere vier Transfers. Wir haben jetzt, glaube ich, 0 Euro. Ich guck mal kurz. Und genauso kommt für die Linksverteidigung, aber auch für die Innenverteidigung Lucas Hernandez für Shaw und 33 Millionen im Tausch. Maguires Verkauf, Freunde, 41 Millionen zahlt Everton. Dafür holen wir aber, wir tauschen Henderson einfach ein, bekommen aber ein mega Upgrade auf der Torhüter-Position von 86 von De Gea zu 90 von Manuel Neuer. Und damit, Freunde, steht die Mannschaft jetzt also. Ronaldo vorne auf der Stürmerposition, Sancho und Rashford auf den Flügeln. Dann Casemiro und Pogba im Doppelmittelfeld, quasi eine Doppel 6, Fernandes auf der 10er Position, dann haben wir Hernandez, Marquinhos, Varane und Wan-Bissaka in der 4er Kette und Manuel Neuer, der beste Torhüter aller Zeiten, dann im Tor. Obwohl, da gibt es ja einen Namen, den man sich für 0 Euro bzw. 1 Euro hier holen kann. Okay, das Geld ist da. Wir haben nochmal 70 Millionen. Wir haben aber nur noch weniger als eine Minute. 70 Millionen. Hier brauchen wir keinen mehr. Wen soll ich verpflichten? Wen soll ich verpflichten? Ich habe nur einen Namen jetzt hier. Kommt aus der Premier League. Ich weiß nicht, ob ich den noch verpflichten kann hier. Okay, 19 Sekunden. Das wird nicht mehr durchgehen. Das wird nicht mehr durchgehen. Ich werde das im Winter machen und vielleicht bis dahin noch überlegen. 10 Sekunden. Das macht keinen Sinn mehr. Das macht keinen Sinn mehr. Okay. Wir sind hier in den letzten 5 Sekunden. Im Winter haben wir auf jeden Fall 70 Millionen zum Ausgeben. Aber jetzt haben wir erstmal diese Mannschaft hier zusammengebaut. So, und jetzt muss ich aufstehen. Perfekt. Das war jetzt hier unsere Transferphase. 2 Torhüter, ein Innenverteidiger, ein Linksverteidiger und ein ZDM. Aber eine Position wird auf jeden Fall im Winter noch dazukommen. So, Leute, es kommt also zum Snipen. Jeder von uns wird jetzt also in 3 Runden jeweils 5 Spieler zur Auswahl stellen, von denen einer eben der Transfer ist. Das habt ihr ja gerade in der Transferphase gesehen. Der eine oder der andere, eher gesagt, darf dann eben sich einen aussuchen davon und mit Glück oder eben kein Glück hat er den Spieler getroffen und der Spieler muss freigegeben werden. So viel also dazu. Da du der Gast bist, lieber Dinge und wir das Ganze sowieso gestern schon aufgenommen haben, da habe ich eigentlich angefangen, weil, ne, du bist... War ja erster Showdown für dich, aber jetzt ist es quasi dein zweiter, deswegen darfst du dieses Mal auf jeden Fall gerne beginnen. Okay, dann fange ich an, direkt mit der Torwartposition. Also ja, zur Auswahl stehen Oblak, Ter Stegen, Neuer, Alisson von Liverpool, Navas von Paris und ja, das war's. Also die besten 5 Torhüter im Game. Ja, boah, gute Frage. Gute Frage, Oblak, nächste Frage. Oblak ist natürlich sehr teuer. Ter Stegen und Alisson sind auch super, super teuer. Navas und Neuer wären halt so billige Varianten. Aber Oblak ist halt einfach ein Cheatcode, deswegen sage ich Oblak. Okay, es ist zum Glück nicht. Ich habe Ter Stegen genommen. Ich habe genau deswegen Oblak nicht genommen, weil ich dachte, das ist viel zu offensichtlich. Interessant, interessant. Okay, okay, okay. Dann komme ich zu meinem ersten Pick. Wir lösen übrigens jetzt direkt auf, damit man auch schon die Emotionen direkt sehen kann. Dann komme ich zur Innenverteidigerposition. Da habe ich unter anderem zur Auswahl für dich, mein Lieber. Koulibaly, Van Dijk, Marquinhos, Laporte und Hummels. Okay, das wird schwierig. Ich glaube, Koulibaly ist so ein Fall, den du öfter schon mal in den Showdowns verpflichtet hast und dann auch freigeben musstest. Ich glaube, du hast aus den Fehlern gelernt. Ich glaube, du hast von der Konkurrenz eingekauft, Van Dijk. Okay, nee, ist es tatsächlich nicht. Das Koulibaly weiß ich gar nicht. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich den schon so oft geholt habe. Aber auf alle Fälle ist es nicht Koulibaly geworden. Es ist Marquinhos für die Innenverteidigung mit 87er Gesamtstärke. Lässt es sich ganz gut leben, sagen wir es mal so. Okay, gut. Noch kein Discard hier. Gut, dann komme ich zu meiner Innenverteidigerposition. Oder? Habe ich die schon? Ja. Achso, ist ja, richtig. Nee, okay, okay. Ist der Torwart, ja. Bisschen komisch, das direkt nochmal zu sagen. Die Namen, die hast du ja auf deiner Liste. Kannst ja davon ablesen, glaube ich. Also Van Dijk, Ramos, Koulibaly, Marquinhos und Hummels. Ja, Ramos hatte ich nicht. Da hatte ich, wen hatte ich da nochmal statt Ramos? Ich glaube, Laporte hatte ich da. Ah, okay, okay. Ja, aber fast sonst die gleiche Liste. Kommen wir auch gleich nochmal zu.
Sehr gute Frage. Kannst du die nochmal vorlesen? Ich bin gerade komplett verloren irgendwie. Okay, Van Dijk, Ramos, Koulibaly, ja. Marquinhos und der Deutsche Mats Hummels. Ich sag, du hast auch Marquinhos geholt. Habe ich zum Glück nicht geholt. Ich habe wirklich Ramos geholt, den Standardtransfer. Da habe ich eigentlich gedacht, okay, 100%, der wird hier weggesniped. Ich wollte erst Hummels holen, der hat dann aber viel zu viel gekostet. Puh. Überlebt. Schade, schade, schade. Ja, dann komme ich zu meiner zweiten Auswahl. Es geht um einen Linksverteidiger. Da haben wir vor allen Dingen einige Franzosen zur Auswahl. Nämlich Lucas Digne, Lucas Hernandez, Ferland Mendy, Alexandro und José Gaya. Ich nehme den Franzosen, oder? Ja, es ist nur die Frage, welchen. Okay, ich nehme Lucas Hernandez. Schade, es ist Lucas Hernandez geworden für die Linksverteidigerposition. Eigentlich wollte ich erst José Gaya holen, aber da habe ich irgendwie komplette Scheiße gebaut mit einem... Ach so, Hernandez gesagt. Ich habe ja gesagt, ich wollte eigentlich José Gaya holen. Das hat sich so angehört, ja. So schade für mich. Nee, Edinho war ja komplett lost. Okay, sorry. Ich habe einen gesniped. Genau, so sieht's aus. Ja. Hernandez für die Linksverteidigerposition. Leider. Aber wir haben ja noch Tejes, halb so wild freigegeben. Wie gesagt, eigentlich wollte ich Gaya holen, aber da habe ich halt so ein bisschen im Tauschgeschäft zu viel Geld noch dazu geboten. Die haben es halt direkt angenommen. Da dachte ich mir, holt halt lieber Hernandez, aber ja. Okay, au revoir, das kam überraschend. Direkt hier einen weggesniped. Sehr, sehr gut. Dann komme ich zu meiner letzten Position. ZDM-Position. Oh, zur Auswahl stehen Kimmich, Casemiro, Kanté, Goretzka und Fabinho. Ich sage Fabinho, weil Ligaschwächen und Innenverteidiger... Er kann auch Innenverteidiger spielen und Sechser, vielleicht wenn Innenverteidiger bei dir gesniped wird. Irgendwie sowas. Ah, okay. Ist ein guter Pick. Also ich habe auf jeden Fall die Konkurrenz geschwächt, aber ich habe mich für Kanté entschieden. Schade. Dann komme ich zu meiner letzten Auswahl. Und weil du ja gerade meintest, guck auf deine Liste. Guck jetzt mal auf deine Liste, denn es ist ein Torwart zur Auswahl stehen. Oblak, Ter Stegen, Neuer, Alisson und Navas. Ah, genau die gleiche Liste. Okay. Ich glaube, du bist mit Oblak gegangen. Nein, bin ich nicht. Ich hatte kein Geld dafür, in keiner Welt. Also selbst wenn man da auch De Gea oder so als Tausch anbietet, die verlangen da noch so viel Geld extra. Das heißt, ich habe mir Neuer geholt für die Torhüter-Position, De Geas Backup. Daneben habe ich ja, wie gesagt, Hernandez geholt, Marquinhos für die Innenverteidigung, Casemiro für die 6. Das ist der, glaube ich, der einzige, der nicht in die Auswahl kam. Daneben nämlich noch Guerrero, auch so als Backup für Links-Mittelfeld, Links-Verteidiger, falls Hernandez gesniped wird. Ah, okay. Und ja, so viel zu meinen Transfers. Wen hast du geholt? Ja, ich habe Ter Stegen geholt im Tauschstil mit De Gea, trotzdem noch 120 Millionen bezahlt, aber ich dachte ja, diese Standardkeeper, Neuer, Navas und so, die sind vielleicht zu offensichtlich. Ich habe jetzt nicht so drauf geachtet, wie viel Geld du ausgegeben hast, deswegen wäre schon schlauer, da Neuer oder Navas zu nehmen. Kanté habe ich verpflichtet, Ramos habe ich verpflichtet und dann noch Jordi Alba für 57 Millionen und dann nochmal als kleinen Backup für 0 Euro Buffon, als kleinen Backup-Keeper hier. Nimmt man mit, den alten GG. Ja gut, Leute, dann würde ich sagen, springen wir erstes Mal rein in den Kalender, in die Simulation und sehen uns dann zur Hälfte der Saison wieder. Ihr kennt es ja, Freunde, im Januar 2021. So, Leute, angekommen im Januar. Es gibt noch eine Transferphase, 10 Minuten, um nochmal was zu verbessern. Aber erstmal gucken wir, ob man überhaupt was verbessern muss. Vielleicht lief es ja so gut, dass man sich denkt, da braucht man nichts zu machen. Beginnend natürlich mit der Liga. Als erstes wird Pokal angezeigt, FA Cup Runde 3. Bristol City ist mein stabiler Gegner, aber als erstes zählt und interessiert uns natürlich die Premier League Tabelle. Welchen Platz belegst du da? Für mich ist es keine Überraschung. Ich bin auf der Nummer 1. Ja, ich bin Fünfter. Was? Ja, wie gesagt, 8 Unentschieden, aber auch nur 4 Punkte hinterm Ersten, also hier ist noch alles drin. Okay. Aber Fünfter ist schon... Kann so bleiben von mir aus. Ja, mein Gott, 42 Punkte vor mir, also vor mir die ersten beiden sind ein Punkt vor mir, dann halt 4 Punkte zu Chelsea und 4 Punkte zu Arsenal, also da ist noch alles drin. Freunde, Champions League, wir hatten Paris unter anderem in der Gruppe. Mein Achtelfinalgegner ist Atalanta Bergamo. Ich habe auch nur ein Spiel unentschieden gespielt gegen Paris. Und wie sieht es bei dir aus? Ich bin gegen Sevilla im Achtelfinale. Ich habe nur eine Niederlage geholt gegen Paris. Okay, und bist du Erster oder Zweiter? Ja, Erster. Okay, ja. Paris ist einfach in der Euroleague hier bei mir. Okay, ja, perfekt, stabil, super, läuft. Bei mir sind die auf jeden Fall weitergekommen. Ja, Leute, das heißt, so viel erstmal zum Zwischenfazit, die Wettbewerbe. Carabao Cup gibt es noch, stimmt. Ja, da, FA Cup bin ich auch Runde 3 noch drin gegen Newcastle. Carabao. Ja, Runde 3 ist auch die erste, Bro, keine Sorge. Also, okay. Perfekt, ja.
Einfach mal direkt läuft. Ja, dieser englische Fußballkenner hier. Auf jeden Fall. Carabao Cup, ich hatte in Runde 1 Liverpool als Gegner, bin dick geflogen. Oh, okay. Ich bin im Viertelfinale gegen City geflogen. Ja, immerhin. Das heißt, ich bin, wo bin ich hier? Runde 3? Nee, Runde 2 sogar. Bin ich hier? Ich sehe mich einfach nicht. Wo bin ich? Runde 2, hallo. Nee, da bin ich nicht. Runde 3. Gegen wen haben wir denn sonst verloren? Ja, nee, hä? Hä? Ja doch, Runde 4. Ich habe nichts gesagt, Alter. Nee, ich war komplett. Also nur einen Freunde. Punkt ja. Für mich, ne? Genau, ein Punkt, nee, ein Punkt für mich, zwei Punkte für dich. Du hast ja Runde 2 und 4 ein Punkt überlebt. Mehr, genau, so sieht's aus. Ein Punkt mehr für dich schon mal aus dem Carabao Cup. Aber es ist ja noch all to play for mäßig. Ich habe ja, viel Geld. Ich hoffe, niemand wird jetzt irgendwie per Freigabesumme gekauft. Nee, sieht nicht so aus. Wir haben Geld, Freunde. Yalla, auf in die Transfer, Freunde. Ich bin reich. 10 Minuten Zeit. Ja, das ist das Motto für die Transferphase. Wir starten rein. Let's go. Ja, moin. Einfach mal den Timer vergessen. Wir sind auf jeden Fall jetzt bei 9 Minuten. Wir gehen in die erste Verhandlung rein. Und ihr seht es schon. Wir wollen Messi. Ja, Van de Beek. Ich war mir gerade so ein bisschen unsicher, denn wir können auf jeden Fall Mbappé hier verpflichten. Der ist hier schon bei Real Madrid. Das seht ihr natürlich später noch bei meinem Video. Den haben wir hier schon mal transferiert. Ich hoffe, das geht auch alles gut. Okay. Und wir können das Angebot jetzt hier annehmen und wir können Mbappé tatsächlich verpflichten. Was ist das nochmal für ein Hammer-Transfer? Den müssen wir natürlich umtrainieren. Oder wir greifen einfach mal zu dieser Formation, wo Mbappé und Ronaldo sich wahrscheinlich gegenseitig hier die Tore wegnehmen werden. Deswegen ist das vielleicht für die 2 Punkte für den Top-Torjäger nicht so gut, aber wir hoffen, das geht irgendwie gut. So langsam aber sicher rennt uns die Zeit davon, Freunde. De Gea wird verkauft an Dortmund. Wir holen Fabinho. Für die Innenverteidigung ist er geplant. Pogba und 50 Millionen im Tausch haben wir dafür gezahlt. Außerdem, Freunde, tauschen wir jetzt endlich Edinson Cavani ein und dafür kommt Karim Benzema, der beste Sturmpartner von CR7. Und von unserem letzten Geld, Freunde, 50 Millionen waren das knapp, holen wir noch Liga-intern vom FC Arsenal, der aktuell ja Tabellenerster ist, irgendwie, keine Ahnung wieso, hier in dieser Karriere. Holen wir also Aubameyang mit, der beste Spieler von denen vom Kader, und der wird jetzt halt einfach, ja, Sturmbackup für uns. So, Leute, die Wintertransfers sind abgeschlossen, bevor es jetzt aber zum Ende der Saison geht. Noch einmal also das wunderbare Snipen und ja, du hattest gerade angefangen, das heißt, ich fange dieses Mal an mit meiner Fünfer-Auswahl und da stehen unter anderem zur Auswahl Mertens, Aubameyang, Vardy, Griezmann und Suarez. Okay, ich glaube, du hast keinen Stürmer geholt. Ich glaube, es ist... Wer stand nochmal zur Auswahl? Aubameyang stand zur Auswahl, ne? Mertens, Aubameyang, Vardy, also halt zwei mit Vardy und Aubameyang aus der Premier League, Griezmann und Suarez. Ich glaube, du hast Aubameyang geholt. Schade. Ja, diesmal nicht schade für dich, sondern tatsächlich auch schade für mich, so wie es eigentlich auch beim ersten Mal war. Ja, es ist Aubameyang geworden. Ich weiß jetzt aber nicht, ob ich genug Geld habe, um den Kerl freizugeben, weil ich glaube eher nicht. Ja, keine Freigabegebühr im Perfekt. Budget. Miese Zeiten. Direkt ganz zwei weg ist. Aber man muss ja auch sagen, dass der Kerl eh nur Backup ist. Das heißt, ja, so schlimm ist das, glaube ich, jetzt nicht. Und er ist aktuell eh auch verletzt. Okay, ja gut, dann habe ich den Verletzten einfach mal weggesniped. Bei dem kommt wirklich alles zusammen. Okay, ja gut, dann deine Auswahl. Okay, meine Auswahl. Wir haben nochmal einen Offensivkracher. Ich liste jetzt hier die besten Spieler geordnet auf, nach Rating. So, Messi haben wir zur Auswahl. Lewandowski, Neymar, Mbappé und nochmal aus der Premier League, Harry Kane. Ich dachte, du hast Messi geholt. Nee, es ist tatsächlich nicht Messi. Sondern? Es ist Mbappé geworden. Mit welchem Geld? Also ich habe noch ein paar Spieler verkauft, habe noch Donny van de Beek rangeboten, 145 Millionen. Ja, dann noch hier und da ein bisschen Cheat Engine nutzen und dann wird das. Ja, genau, genau. 99er Manager Rating ist drin, Jungs. Ja. Ich habe Mbappé ja, geholt. Stabil. Dann, ja, kann ich übrigens auch nochmal auflösen. Ich habe jetzt Dreierkette am Start. Fabinho ist in der Dreierkette mit drin. Wir haben Guerrero als ZM. Wir haben okay. Benzema als Doppelspitze, ja, Sancho, Rashford auf den Flügeln, Finanz auf der 10er Position und ja, so gehen wir jetzt also rein in die Rückrunde. Okay, ich hab auch meine Formation geändert. Ich glaube, das wird auch schwierig mit dem Top-Torjäger, mit Mbappé und Ronaldo da vorne drin. Ja, ich bin gespannt, ich bin gespannt. Okay, ich bin auch sehr gespannt. Wir werden es sehen. Ich habe eher den Benzema geholt als Vorbereiter für CR7, deswegen, Freunde, okay, wir gehen also rein. Vielleicht ein bisschen schlauer, stimmt. In den Kalender. Ja, ich weiß ja nicht, wie es im Spiel sein wird. Kann auch sein, dass Benzema jetzt seine 30 Buden machen wird. Wir werden sehen, Freunde. Juni 2021. Wir simulieren zum Ende der Saison und sehen uns gleich wieder. So, Freunde. Juni 2021. Es werden Punkte gezählt. Pokal, Meisterschaft, Champions League und so weiter und so weiter, Freunde. Wir blicken also als allererstes mal auf die Meisterschaft. Ist die bei dir nach Manchester gegangen? Nee.
zum Rivalen Liverpool, einfach mit einem Punkt Abstand. Was soll das denn jetzt? Ja, ich hab doch gesagt, Mann. Ich hab doch gesagt, calm down, man, calm down. Was? Rückrunde regelt. Jawohl, Alter. 3 Punkte Vorsprung am Ende vor City. Arsenal wird Dritter. Ja, das heißt, du bist Zweiter geworden. Ja. Kriegst dafür 18 Punkte. Und ich bekomme 19 Punkte für den ersten Rang. Aber nochmal 3 Punkte extra, weil Meister geworden. Gerade in der Premier League umso mehr wert. 22:18. Hätte ich mal lieber bei Liverpool eingekauft. Carabao Cup können wir ja relativ kurz abhaken, würde ich sagen. Ich bekomme 1 Punkt, du bekommst 2 Punkte. Das heißt, du stehst jetzt bei 19, nee, nicht 19, sondern 20. Kleiner Verrechner hier, Mathekurs lässt grüßen. Und bei mir sind es 23, das heißt 3 Punkte Abstand. FA Cup würde dann als nächstes kommen. Wie weit bist du da gekommen, ist die Frage. Sehr weit. Ich habe das Ding gewonnen gegen City im Finale. Ach man, das gibt's doch nicht, Mann. Ich komm bis ins Finale. Ich zerpflück alles und jeden in meinem Weg, Digga. Alles und jeden. Wirklich hier. Arsenal da, Tottenham da. Und dann verlieren wir 2-1 gegen Chelsea. Also nicht ganz schlecht, aber... Ja, das ist trotzdem Pain auf alle Fälle. So, das heißt, ich bekomme 1, 2, 3, 4, 5 Punkte und für dich sind es 7. Das heißt, es steht auf alle Fälle unentschieden. Weil 2 Punkte Abstand waren es ja vorher und... Die Punkte holst du durch den Pokalsieg natürlich wieder auf. Okay, unentschieden so. Und wir gehen in die Champions League. Ja, ja, ja. Und danach haben wir Champions natürlich noch League. Trainer des Monats und... Genau, Trainer des Monats und spannend. Den Spieler mit den meisten Toren. Genau, so sieht's aus. Wie weit bist du in der Champions League gekommen? Auch wieder sehr, sehr weit. Ich bin ins Finale gekommen. Ich hab's davor schon gesehen, hab mich schon richtig gefreut, aber ich hab im Finale gegen Atletico verloren. Ja, das sind aber auch viele Punkte, die du auf mich gut machst. Ich bin nämlich im Viertelfinale gegen City geflogen. Keine Ahnung wieso, wir gewinnen jedes Mal gegen die, aber jetzt in der Champions League dann nicht. Einziger Wermutstropfen, die sind Champions League Sieger geworden. Das heißt, ich bekomme 4 Punkte. Ist ja als United richtig gut, oder? Naja, auf alle Fälle. Safe, sowieso. Das heißt, ich 4, du 8. Das heißt, 4 Punkte Abstand. Trainer des Monats und Spieler müssen jetzt regeln für mich. Ansonsten wird das hier die Niederlage gegen den Erdinho. Wir blicken auf Trainer des Monatspreise unter meine Karriere. Wie viele hast du da? Ich habe Trainer des Monatspreise 2 Stück. Ja, cool. Ich bin Meister geworden. es ist die größte Frechheit mal wieder. Es ist so eine Drecksfrechheit. Schaut es euch bitte an, wie viele Ligaspiele wir hier teilweise nicht verloren haben. Keinen in einem Monat. In 3 Monaten in Folge. Aber das juckt die nicht. Die gucken da einfach nicht hin. 0 Trainer des Monatspreise. Fuck my life, Alter. Das war der Mbappé-Transfer, ne? Das war der Mbappé-Transfer. Scheiß auf Mbappé, ungelogen. Ja, dann eben noch hier die Spieler mit den meisten Toren. Wie sieht's bei dir aus? Okay, ich guck mal rein. 29 Tore, nicht von Ronaldo, nicht von Mbappé. Ja, 29 kann ich nicht hören, Digga. Ronaldo hat alleine 34, Fernandes hat auch nochmal 32. Ciao, die 2 Punkte nehme ich mit. So. Wie steht's jetzt? Ich bin nicht so gut in Mathe, ich habe nicht mitgerechnet. Ich glaube, nach meinen mathematischen Künsten müsste ich ja die 2 Punkte aus den Managerpreisen wieder gut gemacht haben. Das heißt, 4 Punkte Abstand auf alle Fälle. Die Gesamtpunktzahl seht ihr ja eh eingeblendet, Freunde. Deswegen an der Stelle verabschiede ich mich vom heutigen Showdown. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Trainer des Monatspreises sind die größte Frechheit, die je existiert hat. Und in dem Sinne, ich verabschiede mich, wie gesagt, wünsche euch einen wunderbaren Tag. Vergesst den Daumen nicht, Abo-Glocke, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Gerade für mehr Showdowns für euch nur ein kleiner Klick. Die Showdowns sind immer mega, mega viel Aufwand, machen aber auch super viel Spaß. Und ja, zu guter Letzt, Erdinho, du hast das Abschlusswort und von meiner Seite aus soll es das gewesen sein. Ja, danke, dass ich auf jeden Fall dabei sein durfte. Wie gesagt, bei mir haben wir auch ein Video, wo wir das Ganze mit Mbappé und Real Madrid machen. Danke auf jeden Fall. Lasst hier Support auf jeden Fall bei Dennis da. Showdown richtig nice. Macht richtig viel Spaß. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis dann. Ciao.